Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. SpaceX startet Falcon Heavy für US Space Force und plant 4 weitere Heavy-Starts dieses Jahr. ABL gibt Details zu seinem Fehlschlag. ESA weiht ersten Startplatz auf europäischem Festland ein und gibt Startaussicht für Ende 2023. Das afrikanische Land Djibouti bekommt einen chinesischen Raketenstartplatz. Soyuz MS-22 an der ISS wird ausgeschlachtet für Rückflug von Crew mit Soyuz oder Dragon. SpaceX hat letztes Jahr über 1000 Triebwerkstests durchgeführt. Und US Space Force vergibt Vertrag für Planungstool für suborbitale Point-to-Point-Raketen-Frachtmissionen. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen in voller Länge nur auf YouTube in den Senkrechtstarter Raumfahrt-News. Fangen wir an mit den Starts der vergangenen Woche. SpaceX hat am Sonntag, den 15. Januar, kurz vor Mitternacht deutscher Zeit, seine Falcon Heavy gestartet. Es war wieder ein Bilderbuchstart und vor allem eine Bilderbuchlandung der beiden Seitenbooster. Die Zentralstufe wurde bei dieser US Space Force Mission absichtlich nicht gelandet, weil man alle Performance für die Nutzlast brauchte. Die sollte direkt in einen geostationären Orbit, was Orbitalraketen vor eine extra Herausforderung stellt. Du hast es wie ich verpasst, macht nix, aktuell sind weitere 4 Falcon Heavy Starts für 2023 geplant. Viasat im März, die US Space Force Mission 52 im April, eine kommerzielle Mission für EchoStar im Mai und die Asteroidenmission Psyche für die NASA im Oktober. Am Mittwoch, den 18. Januar, hat SpaceX von Cape Canaveral einen GPS-3-Satelliten für die US-Regierung mit seiner Falcon 9 gestartet. Und am Donnerstag, den 19. Januar, hat SpaceX mit seiner Falcon 9 dann eine weitere Ladung Starlink-Internet-Satelliten in den LEO gebracht. Startplatz war Vandenberg an der Westküste. Bevor wir zu den eigentlichen Raumfahrt-News kommen, hier eine kleine Senkrechtstarter-Capcom-Mitteilung in eigener Sache. Ich muss Senkrechtstarter finanziell auf einen stabileren Starttisch stellen, nehmt es mir daher bitte nicht krumm, wenn ich meine Videos in Zukunft öfter sponsern lasse. Das hilft mir langfristig mit Senkrechtstarter zu planen, die Qualität zu verbessern und euch weiterhin regelmäßig mit gutem Content zu versorgen. Vielen Dank für euer Verständnis. Wenn du keine Lust auf Werbung hast, für die YouTube-Kanalmitglieder und die Patreons lade ich ja alle Videos vorab und ohne Werbung hoch. Nun aber zu den eigentlichen Raumfahrt-News. ABL Space System hat am Mittwoch einen Bericht veröffentlicht über das Versagen seiner Trägerrakete Ares-1 am 10. Januar bei ihrem Erstflug. Die erste Stufe der Rakete hatte etwa 11 Sekunden nach dem Start einen vollständigen Leistungsverlust, was zu einer gleichzeitigen Abschaltung aller 9 Haupttriebwerke der Rakete führte. Kurz vor einem Stromausfall an Bord der Rakete begannen einige Sensoren nacheinander auszufallen. Dies deutet darauf hin, dass sich ein ungewolltes Feuer auf die Avionik ausgebreitet hat und dann den Ausfall der gesamten Rakete oder der Steuerung verursacht hat. Die Raketen schlug dann wenige Sekunden später nur etwa 20 Meter vom Startplatz entfernt auf dem Boden auf. Ungefähr 95% der gesamten Treibstoffmasse des Fahrzeugs befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch an Bord der Rakete und verursachten eine große Explosion und eine Druckwelle, ja, die Schäden an nahegelegenen Geräten und der Einrichtung verursachten. ABL hat zusammen mit der FAA eine Untersuchung des Fehlers eingeleitet. Es gibt aktuell laut ABL einige visuelle Hinweise auf Feuer oder Rauch in der Nähe der Quick-Disconnect-Verbindung. Die zweite Ares-1-Rakete ist vollständig montiert und bereit für einen Stufentest, aber die Ergebnisse der jetzt anstehenden Untersuchungen, die werden noch abgewartet, um einen Zeitplan dann für einen neuen Start festzulegen. Kopf hoch, ABL! Ich habe letzte Woche darüber berichtet, dass die Rocket Factory Augsburg bekannt gegeben hatte, dass sie mit dem schottischen Sexaford Spaceport einen exklusiven Zugang für den Start ihrer RF-1 vereinbart hat. Kurz darauf hat die ESA zusammen mit schwedischen und europäischen Politikern im nordschwedischen Raumfahrtzentrum Esrange in Kiruna einen neuen Raketenstartplatz eröffnet. Genau, das ist auch da, wo die Höhenforschungsraketen und die studentischen Raketen von beispielsweise High-End gestartet werden. Dort sollen nun bereits 2023 Orbitalraketen starten. Auch wenn mir aktuell nicht ganz klar ist, welche Raketen das sein sollen, da Orbex und die RFA aus Schottland starten und ESA Aerospace aus Norwegen. Der für die Ariane Group für die ESA entwickelte Technologiedemonstrator Themis soll hier erste kurze Tests absolvieren. Die Haupttests sollen aber von Kourou in Französisch-Guyana aus erfolgen. Doch Themis ist ja nur eine Suborbitalrakete. Dann gibt es da noch die 100%ige Tochter von Ariane Group, das französische Maya Space, das einen wiederverwendbaren Kleinträger entwickeln möchte. Es wird ja gemunkelt, es soll langfristig um wiederverwendbare Seitenbooster für die Ariane 6 gehen. Aber auch bei Maya kann man meiner Meinung nach nicht von einem ersten Orbitalflug Ende diesen Jahres ausgehen. Nun gut, ich lasse mich überraschen. Ganz spannend, diese Woche wurde auch in Afrika ein Raumhafen angekündigt.
Djiboutis Präsident hat ein Abkommen über technologische Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen Hong Kong Aerospace Technology unterzeichnet, das den Bau eines Satelliten- und Raketenstartplatzes und der zugehörigen Infrastruktur vorsieht. Und zwar im Wert von 1 Milliarde US-Dollar. 2027 soll der Startplatz einsatzbereit sein. Kommen wir zu den Artemis-News. Nach einem Bericht des Generalinspekteurs der NASA fehlt es im Artemis-Programm aktuell an guter Koordination der internationalen Partner. In dem Bericht heißt es, Artemis-Vereinbarungen erfolgen auf Ad-Hoc-Basis ohne eine übergeordnete Strategie. Gerade die Maßgaben, was die internationalen Partner erwarten können oder selbst beitragen sollen, werden nicht koordiniert. Ich denke, aktuell erhoffen sich ziemlich viele Länder an einer Mondlandung im Artemis-Programm beteiligt zu sein. Allerdings bei der aktuellen geringen Zahl an Flügen, ja sogar die nötigen Systeme existieren ja noch gar nicht, geschweige denn ein gesicherter Flugplan, wird es garantiert zur Enttäuschung vieler Partner kommen. Aber da sollte man besser realistisch bleiben. Aktuell werden, so der Bericht, nur 6% der Artemis-Kosten von internationalen Partnern getragen. Der Bericht nennt mehrere Verbesserungsvorschläge für das Programm. So sollte der Beitrag von internationalen Partnern steigen, da NASA-Programme mit internationalen Partnern tendenziell eher den Zeit- und Kostenrahmen einhalten. Weiter müsste die Exportkontrolle, Stichwort ITER, für Partner reformiert werden, da sie ein großes Hindernis in der Kommunikation und Kooperation darstellen. Ich mag ja konstruktive Kritik. Bin mir übrigens nicht sicher, ob die ESA ein ähnlich agierendes Kontrollgremium hat. Zwar gibt es laut ESA-Homepage das Oversight Committee, OC, von denen habe ich aber noch nie gehört und die veröffentlichen anscheinend auch keine Berichte. Steile These, vielleicht wäre die ESA ja schneller und effizienter, wenn es ein unabhängiges Kontrollgremium gäbe, ähnlich dem Steuerzahlerbund, das der Agentur und der Industrie regelmäßig mal öffentlich Feuer unterm Hintern machen würde. Na, wer weiß, vielleicht gibt es das ja auch und ich tue der ESA gerade Unrecht. Dann schreibt mir doch bitte in den Kommentaren. Wo wir beim Artemis-Programm waren, in der aktuellen Senkrechtstarter-Technik-Episode geht es um das Ziel der NASA, ja, den Südpol am Mond und was ihn so interessant macht. Die kommende Woche dann erscheint der zweite Teil, der die eigentliche Mondlandung beschreibt. Die Episode verlinke ich dir unter dem Video. Noch keine Reise zum Mond, aber ich war ja gerade in Portugal die Familie besuchen und da stand ich vor dem Problem, dass ich eine in Deutschland frei zugängliche Mediathek plötzlich für meine Recherche nicht mehr nutzen konnte. Da ist man dann im ersten Moment schon super genervt. Für genau solche Situationen ist es natürlich unglaublich praktisch, wenn man über einen VPN-Provider verfügt. Ja, und warum dann nicht mit meinem Link nordvpn.com/senkrechtstarter zum Chip Testsieger NordVPN greifen. NordVPN war übrigens der einzige Anbieter mit der Note sehr gut. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen für einen VPN-Provider, aber gerade wer viel auf Reisen ist und dann auf das WLAN von Hotels, Cafés oder Ferienwohnungen angewiesen ist, sollte sich sehr gut überlegen, ob er riskieren will, dass die Datenverbindung potenziell mitgelesen werden kann. Stichwort Online-Banking oder gehackte Social-Media-Accounts. Aber NordVPN kann noch viel mehr und bietet euch einen vollumfänglichen Bedrohungsschutz. Das geht vom Malware-Scanner über Phishing-Schutz bis zur Benachrichtigung, wenn deine Nutzerdaten im Dark Web auftauchen. Fun Fact, größter Kritikpunkt an NordVPN im Chip-Test war übrigens keine kostenlose Testversion. Wenn ihr meinen Link nordvpn.com/senkrechtstarter benutzt, könnt ihr NordVPN aber risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie testen. Das Kühlflüssigkeitsleck am Soyuz-Raumschiff MS-22 beschäftigte uns weiter. Ich hatte schon darüber berichtet, dass die NASA bei SpaceX nach einer möglichen Unterstützung angefragt hat. Zwar hat sich Roskosmos dann doch entschlossen, die nächste Soyuz MS-23 am 20. Februar ohne Crew zur ISS zu schicken, um dann den russischen Kosmonauten Sergei Prokopjew und Dmitri Petelin sowie den US-Astronauten Frank Rubio eine sichere Heimreise zu ermöglichen. Bis dahin allerdings hat die ISS, so wie damals die Titanic, zu wenig Rettungsboote. Zwar gibt es im LEO keine Eisberge, aber mit einer Umgebung, in der einen potenziell alles töten kann, ist eine jederzeit mögliche Evakuierung bestimmt eine gute Idee. Welche abenteuerliche Lösung sich die NASA nun überlegt hat, das klären wir gleich. Zur Erinnerung, die Soyuz-Mission MS-22 sollte eigentlich in diesem Frühjahr zurückkehren. Doch nach einem Mikrometeoriteneinschlag im Dezember wurde der externe Kühlkreislauf des Raumfahrzeugs beschädigt. Roskosmos meint übrigens, ein Mikrometeorit habe den Schaden verursacht und kein Weltraumschrott. Wäre ja der Treppenwitz der ISS-Geschichte gewesen, wenn der russische Azad-Test das eigene Raumschiff getroffen hätte.
Nach der Begutachtung des Schadens und dem daraus abgeleiteten Einschlagsvektor sowie der entsprechenden nötigen Geschwindigkeit ist es jedoch sehr unwahrscheinlich, dass das Objekt aus dem Leo kam. Durch das Kühlflüssigkeitsleck an Soyuz MS-22 kann das Raumschiff nicht genügend Wärme abführen, um alle Systeme und eine Crew von 3 Personen für eine längere Zeit am Leben zu erhalten. Da das nächste Soyuz-Raumschiff, also nach MS-23 dann, erst im Herbst flugbereit sein wird, verzögert sich der Start der nächsten Ersatzmannschaft. Aktuell sehen Roskosmos und die NASA vor, dass das Soyuz MS-23 Raumschiff mit der MS-22 Crew dann erst nach dem 27. September 2023 zur Erde zurückkehren soll. Das könnte Frank Rubio übrigens zu dem Amerikaner mit dem längsten durchgängigen Weltraumaufenthalt machen. Den aktuellen Weltrekord, oder Weltraumrekord, von Kosmonaut-Legende Valery Polyakov wird Rubio wohl aber nicht toppen. Polyakov verbrachte in den 90ern 438 Tage am Stück auf der Raumstation Mir. Nach wenigen Stunden könnten Temperaturen und relative Luftfeuchtigkeit auf Werte steigen, die für Menschen tödlich sind. Nun wurde der Sitz von US-Astronaut Frank Rubio aus der Soyuz MS-22 ausgebaut und in den Crew Dragon Endurance von Crew 5 eingebaut. Dafür hat man im Frachtbereich in der Druckkabine unter den 4 regulären Sitzen einen Platz gefunden. Ja, und dieser Sitz wurde dann da mit Gurten an den Frachtbefestigungspunkten gesichert. Klingt jetzt ziemlich nach MacGyver und stellt sicher nicht die optimale Lösung dar. Ja, um Rubio heil auf die Erde zu bringen. Vermutlich wurde dieses Risiko gegen die Risiken einer Überhitzung bei einem Problem beim Wiedereintritt mit der Soyuz abgewogen und die NASA hat sich dann für diese abenteuerliche Lösung entschieden. Wenn auf der ISS alles gut geht, wird man natürlich kein Rettungsboot brauchen und damit auch diese Notlösung nicht nutzen müssen. Wenn Soyuz MS-23 ankommt, werden übrigens alle maßgefertigten Sitze, die mit der MS-22 Crew ins All geflogen sind, in die Soyuz MS-23 eingebaut. Also auch der Sitz von Rubio, der wird dann aus dem SpaceX Crew Dragon Endurance wieder ausgebaut. Damit sind wir ja eigentlich schon voll in den SpaceX News. Ja, während Starlink wegen hoher Nachfrage eher mit sinkender Bandbreite von sich reden macht, gibt es Neuigkeiten zu dem gerade erst bekannt gewordenen SpaceX-Projekt Starshield, das sich explizit an das Verteidigungsministerium zu richten scheint. Laut spacenews.com steht das Verteidigungsministerium unter enormem Druck, seine Fähigkeiten auszubauen. Offenbar will SpaceX nun einen, von seinem ursprünglichen Plan, die Starlink-Kommunikation auch an Regierungskunden zu verkaufen, unabhängigen Service aufbauen. Mit der vorhandenen Produktionskapazität von über 120 Starlink-Satelliten pro Monat könnte man der Regierung dann auch Spezialanfertigungen liefern. Interessant hier für die Raumfahrt umgedrehte Reihenfolge. Also erst gibt es einen Consumer Service und dann eventuell einen dedizierten für die Regierung. Ja, schließlich kann SpaceX ja nur recht sein, wenn das Militär noch mehr Startdienstleistungen möchte und eventuell sogar SpaceX-eigene Satelliten oder aus der SpaceX-Produktion. Dass dies unter den etablierten Satellitenbauern für Disruption sorgen könnte, scheint mir ausgemacht. Aber nicht nur Satelliten baut SpaceX sehr schnell sehr viele. Wie von NASA Spaceflight die Woche bekannt gegeben, hat ihr MacGregor Live Service seit der Inbetriebnahme auf YouTube vor nicht mal einem Jahr am 28. April 2022 bereits über 1000 Triebwerkstests gefilmt. Also im Durchschnitt mehr als 3 Triebwerke pro Tag werden dort getestet. Das Video von SpaceX aus MacGregor ist etwas älter, zeigt trotzdem ganz gut die Umgebung. In MacGregor werden sowohl die Merlin-Triebwerke der Falcon 9 und Falcon Heavy getestet, als auch die Starship Raptoren. Raptor-Triebwerke, das bringt uns zu den Starship-News. Auf die Frage eines Twitter-Nutzers, wie viele Starships und Boosters SpaceX dieses Jahr produzieren will, antwortete Elon Musk auch auf Twitter, etwa 5 Stacks, also 5 Booster und 5 Starships. Wie viele davon fliegen werden, müssen wir sehen. Aktuell darf SpaceX ja unabhängig von einer noch ausstehenden Starterlaubnis nach dem Umweltgutachten sowieso nur 5 Starship-Orbitalflüge durchführen. Anders sieht das am Cape in Florida aus. Während auch hier die Arbeit an den Startanlagen immer weiter voranschreiten, wird aktuell vermutet, dass ein hier gefertigtes Deluge-Sprinklersystem nach Boca Chica gebracht wird. Elon Musk hatte ja mal gesagt, man versuche auch ohne solch einen Schallunterdrückungswasservorhang auszukommen. Ich fand auch interessant, dass das Nachrichtenportal Bloomberg die Woche einen anonymen SpaceX-Mitarbeiter zitiert, der sagte, es tue SpaceX aktuell ganz gut, dass Elon Musk mit Twitter abgelenkt sei und man sich so mal auf seine Arbeit konzentrieren könne. Ja, finde ich ja auch. Der beste Chef, der macht sich überflüssig. Mit dem Starship zu tun hat ebenso folgende Nachricht. Der amerikanische Mischkonzern Raytheon, das ist ein großer Zulieferer des Verteidigungsministeriums, der erarbeitet gerade eine Missionsplanungssoftware
für die US Air Force, die auf den Einsatz von kommerziellen Raketen wie das Starship von SpaceX für den suborbitalen Punkt-zu-Punkt-Transport von Material abzielt. Das Tool soll die US Air Force in die Lage versetzen, eine Raketenfrachtmission innerhalb von Stunden zu planen, zu koordinieren und durchzuführen. Ich sag's ja immer wieder, wenn wir Menschen weismachen wollen, warum Point-to-Point von Starship Schwachsinn ist, und ja, das nicht passieren wird, ja von wegen, das US-Militär hat schon für viel verrücktere Dinge Geld ausgegeben. Deutlich näher dran als Point-to-Point-Missionen des Starships sind aber die Starts der kommenden Woche. Am Dienstagmorgen, den 24. Januar, könnte es soweit sein, der erste Start der Electron von Rocket Lab aus den USA. Die Mission Virginia is for Launch Lovers startet dann von Wallops. Geplantes Startfenster aktuell ab Mitternacht bis 2 Uhr morgens am 24. Januar. Auch am Dienstag, den 24. Januar, möchte SpaceX seine Falcon 9 mit einer weiteren Ladung Starlink-Internetsatelliten starten. Geplante Startzeit 10.52 Uhr, Startplatz Cape Canaveral. Am Mittwoch, den 25. Januar, sehen wir hoffentlich seit langem mal wieder einen erfolgreichen Start aus Japan. Mitsubishi möchte seine H2 von Tanegashima aus starten. Der erste Start seit über einem Jahr. Der letzte Start der H2 war im Dezember 2021. Startzeit wäre 2 Uhr MEZ. Nutzlast ist ein japanischer Radaraufklärungssatellit. Ja, die Uhrzeit ist nicht so geil zum Livestream, aber für Hartgesottene vielleicht die perfekte Einstimmung auf den Erststart der japanischen H3. Den möchte ich trotz Elternzeit natürlich super gern livestreamen. Ich hoffe, es klappt. Wenn du das und weitere Neuigkeiten aus der Raumfahrt nicht verpassen magst, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche mit den News, die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden Hintergrundwissen für dich, wie die beeindruckende Technik hinter Raketenstarts funktioniert. Ein großes Dankeschön geht wieder an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Wenn auch du Senkrechtstarter dabei unterstützen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, findest du unter dem Video einen Link zur Patreon-Mitgliedschaft oder zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Aber ich freue mich natürlich auch sehr über alle Super Thanks. Vielen, vielen Dank an alle Unterstützer. Ohne euch würde es Senkrechtstarter nicht mehr geben. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Vielen Dank geht auch an den heutigen Sponsor NordVPN. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Wenn es dir genauso geht, like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.